Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren FAQ, was ich monatlich am ersten Samstag im neuen Monat bringe. Falls du Fragen zu meinem Kanal, zu meiner Person oder zur Formel 1 hast, stell sie mir in den Kommentaren mit dem Hashtag FragMike davor. Ich hatte euch auf Twitter gefragt, was ich als Hintergrund nehmen soll. Einer von 45 Followern hat abgestimmt. Also seht ihr jetzt ein Online-Rennen in Bahrain, allerdings ohne Sound, da wir uns im Discord befanden und viele gequatscht haben und ich bei den Einstellungen völlig überfordert war. Kommen wir zur ersten Frage. Die kommt von It's Crafter. Hashtag FragMike. Kann ich das Video beginnen? Yo, darfst du. Die nächste Frage kommt von Mitsu. Hashtag fragt Mike. Michael Schumacher ging 2012 von Mercedes. Wenn nicht Lewis Hamilton, wer wäre dann sein Nachfolger gewesen? Also ich habe euch ja mal die Antwort von Wichtel F1 mal reingestellt und das unterstütze ich zu 100%. Die nächste Frage kommt von Sessa. Hashtag fragt Mike. Würdest du immer noch gerne dich teleportieren können, wenn man von dem Konzept ausgeht, dass du an eine andere Stelle mit den gleichen Teilchen in gleicher Ordnung hin teleportiert wirst und du das Original gelöscht wirst? Was das angeht, habe ich überhaupt gar keine Meinung. Frag mal einen Physiker, ob er dir da helfen kann. Also ich kann dir wirklich darauf überhaupt keine Antwort geben. Sorry, tut mir echt leid. Die nächste Frage kommt von Jan Legends. Hashtag fragt Mike, was denkst du? Wird Ricardo wirklich zu Ferrari wechseln? Er ist ja zurzeit ein sehr gefragter Mann in der Formel 1. Er hat zwei Rennen gewonnen, nämlich China und Monaco. Red Bull versucht wirklich alles, um ihn zu halten. Aber die Frage ist, will Ricardo überhaupt bei Red Bull bleiben oder sucht er eine neue Herausforderung? Die könnte er bei Ferrari haben. Bei Mercedes hat gesagt, nein, also Ricardo würden wir nicht nehmen. Also die sind wohl mit der Fahrerpaarung Bottas Hamilton zurzeit sehr zufrieden und wüssten nicht, warum sie jetzt einen neuen holen würden. Also denke ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass Ricardo zu Ferrari wechselt, hängt natürlich von Räikkönen ab, ne? Ist ja klar. Er wird zu Ferrari wechseln, ja. Am Ende der Saison, glaube ich, Räikkönen hört auf und Ricardo wird seinen Posten dann halt nehmen. Nächste Frage kommt von Valentin. Hashtag fragt Mike, glaubst du, Red Bull wird in 1 bis 2 Jahren Weltmeister? Ja, das werden sie. Und zwar, wenn der Kalender nur noch aus Monaco besteht. Ne, Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich denke schon, dass Red Bull irgendwann mal wieder Weltmeister wird. Aber dann müssen sie sich halt richtig heftig ins Zeug legen. Und dann wird das auch irgendwann nochmal klappen. Die nächsten Fragen kommen von Pommes68. Hashtag fragt Mike. Erstens, was wäre, wenn es Braun GP noch geben würde und Mercedes hätte es nie gegeben bis heute? Nur Braun GP für Mercedes. Ja, das habe ich schon mal beantwortet. Dann ist das eben so. Mercedes hätte dann Braun GP nicht übernommen und Braun würde jetzt die ganze Zeit noch fahren. Zweitens, hätte Hamilton trotzdem die WM-Titel holen können, wenn es Mercedes nicht gab? Ich bin ziemlich offensichtlich, dass er das getan hätte. Er ist ein hervorragender Fahrer, gar keine Frage. Ich glaube schon, dass er es geschafft hätte. Drittens, wäre Hamilton dann noch im McLaren, wenn es Mercedes gäbe? Oder wo glaubst du, welches Thema wäre? Ich glaube nicht, dass Hamilton dann im McLaren die Titel geholt hätte. In Klammern, sind für das erste Mal fertig. Vielleicht kommt noch was. Ja, so viel dazu. Comeback Live stellt die Frage. Hashtag fragt Mike, was hältst du von den neuen Motoren im Jahr 2021? Meinst du, Ferrari und Mercedes dominieren mit den neuen Motoren immer noch? Und wie alt bist du eigentlich? Erstmal, ich bin 30. Und zu deiner ersten Frage, das ist schwer zu sagen. Also, das ist noch 3 Jahre hinne und ich kann mir ehrlich gesagt nur nicht vorstellen, jetzt irgendein Statement abzugeben, wo ich nicht wirklich weiß, wie der neue Motor überhaupt auszusehen hat. Ich meine, wir wissen überhaupt nichts. Was wir wissen ist, dass es einen Alternativmotor gibt. Und was wir wissen ist, dass die MGUH, also der Generator, der über die Abgase angetrieben wird, dass der wegfällt. Mehr wissen wir noch nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Ice Warrior HD. Hashtag fragt Mike. Glaubst du, dass Mercedes immer noch absolute Übermacht wäre, wenn Liberty Media nicht gekommen wäre und es somit 2017 keine Regeländerung gäbe? PS, bester und informativster Formel 1 YouTuber. Erst einmal Dankeschön für das nette Kompliment. Das höre ich wirklich gerne. Zu deiner Frage. Liberty Media kam ja bereits 2016. Naja, sie haben ja vorher schon alles Mögliche dominiert. 2014 Fahrerweltmeisterschaft und Konstrukteur. Das gleiche 2015, das gleiche 2016. 2017 kam Ferrari erstaunlich nah heran, aber man muss aber auch dazu sagen, wenn diese kleinen Fehlerchen nicht gewesen wäre, hätte Ferrari möglicherweise das Ding nach Hause gefahren. Ne? Zumindest einen der beiden Titel. Das ist zumindest meine Meinung. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Roman. Hashtag fragt Mike. Was wäre, wenn Rosberg noch fahren würde? Kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Bottas wissen wir, dass er dann halt bei Williams gewesen wäre. Joel wahrscheinlich nicht bei Williams gelandet wäre. Irgendwann mal vielleicht. So, dann kommen wir auch zur letzten Frage. Die kommt wieder von Pommes68. Hashtag fragt Mike, glaubst du, dass Pierre Gasly einen Sieg einfährt wie Stroll? Und glaubst du, Gasly wäre in ein anderes Team besser, zum Beispiel Red Bull? Also erst einmal, Stroll hat keinen Sieg eingefahren. Was du meinst, ist das Podium in Aserbaidschan letztes Jahr, was durch wirklich sehr, sehr viel Glück zustande kam. Und zweitens, Gasly fährt ja, wenn man es halt so nimmt, fährt ja bereits für Red Bull. Red Bull ist ja englisch, bedeutet roter Stier. Toro Rosso ist italienisch und bedeutet, na genau, roter Stier. Also fährt er quasi schon für Red Bull. Er fährt zwar in einem Schwesterteam, aber
aber dennoch fährt er halt für Red Bull. Ob er einen Sieg einfährt, also das Ganze muss gepaart sein mit sehr viel Glück, einer hohen Ausfallquote. Ich würde sagen, die Chancen, dass Pierre Gasly einen Sieg einfährt, steht bei 1 zu 20. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, liebe Leute, das war's mit dem FAQ. Denkt an die Fragen für das FAQ im Juli mit dem Hashtag FragMike. Hat's euch gefallen? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen News-Video. Ciao.